Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Skyward Sword. Ja, in der letzten Folge hat die Insel der Göttin, diese kleine da, ein bisschen Unterboden verloren. Und ja, ich habe in der letzten Folge auch gesagt, dass wir jetzt woanders starten wollen, aber ist gar nicht nötig. Ich habe nämlich geschaut und bei der Lageristin Pika, also dessen Vater, der ist ja der Schnippelmann da und ja, der hat kein Herzteil. Also würden wir das jetzt in die und der Zeit schaffen mit dem und dem, dann wird es keinen Unterschied machen. Ja, und dementsprechend gehen wir mal auf die Jagd der letzten Herzteile. Uns fehlen nämlich noch 2 Stück. Und bei den 2 bin ich mir... Also ich habe 3 im Kopf. Und von den 3 müsste ich ja 1 schon haben. Denn bei den anderen beiden bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die nicht habe. Ja. Und dementsprechend... müssen wir tatsächlich nochmal nach unten. Ja, wir gehen zuerst mal nach Firon. Denn in Firon sind 2 dieser 3 möglichen Herzteile. Und... das letzte ist dann in Ranne. Bei einem Punkt, bei dem ich mir denke, ja gut, da würde ich... ich habe es abgeschlossen, da will ich nicht nochmal hin. Und trotzdem ist da noch was. Ja, und da muss man wirklich... sehr gründlich sein oder ganz, ganz zufällig Glück haben. Ja. Das ist hinten vom Siegel ein. Genau. Ja, und jetzt können wir auch alle Juwelen der Güte einsammeln. Es sind nicht nur 70, es sind sogar 80. Aber es sind noch einige Quests, die 5 Juwelen bringen. Dementsprechend sind es gar nicht mal mehr so viele, die wir so finden müssen. Und ja, wo ist denn unser Mann? Hier ist er nicht. Da oben. So, mit dem müssen wir nochmal reden. Ich bin bei meinen Studien auf ein paar neue Dokumente gestoßen. Soll ich dir davon erzählen? Ja, bitte. Ein liegender Pfeil, gezeichnet von denen, die weit entfernte Ziele treffen wollen. Mehr konnte ich leider noch nicht in Erfahrung bringen. Bist du vielleicht daraus schlau? Ja. Zeichnet von denen, die weit entfernte Ziele treffen wollen. Was das wohl heißt? Willst du es noch einmal hören, was die alten Schriften sagen? Ja. Okay, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz so sicher. Ich probiere es mal aus. Also ich probiere jetzt mal 2 Sachen aus. Zum einen male ich jetzt einen Pfeil. So. So. Perfekt. Ich glaube, mein Stein pfeift. Dies sind also die Pfeile, mit denen man weit Entferntes trifft. Als Dank für deine Hilfe bei meinen Forschungen gebe ich dir das hier. Genau, hatte ich doch recht. Du hast dein Herz erhalten. Sammle 4 von denen, um deine Lebensenergie um ein Herz zu erhöhen. Dir fehlt nur noch ein weiteres. Die Wände der Göttin regenerieren ihre seltsame Kraft nach einiger Zeit. Hilfen wir dabei, sie noch genauer zu untersuchen, ja? Ja. Wir haben auf jeden Fall neue Pfeile. 31 jetzt. Und ein Herzteil. Und zählt nur noch 1. Gut, dann hatte ich das andere tatsächlich schon gefunden gehabt. Hätte ich nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet, tatsächlich. Aber gut. Ich guck trotzdem noch mal, wo ich das vermutet hatte. Denn es verwirrt und verwundert mich. Okay, da ist jetzt kein neues. Okay, gehen wir erstmal noch... ja, in den Wald. Ach ja, Firon.
Naja. Der Wald von Firon. Dem Drachen. Ja, so. Ich frag mich. Die Zeit, die Ära, in der Skyward Sword spielt, ist ja die erste. Und von den Drachen hört man am Ende ja nichts mehr. Bedeutet das also, dass die Drachen seit dem nächsten Zelda-Spiel in der Timeline schon gestorben sind? Oder sich einfach nicht blicken lassen haben? Wenn man mal überlegt, vieles, was in Skyward Sword aufgegriffen wurde, ist schon im dritten Zelda-Teil. Tatsächlich. Also im dritten aller Zelda-Spiele, A Link to the Past, sind tatsächlich schon viele Aspekte sind tatsächlich schon viele Aspekte von dem Gedöns vertreten. Das da so hier erklärt wird. Natürlich noch nicht sowas wie Firon und Eldin und so, aber zum Beispiel die Hylianer und so, das ist schon ziemlich lange. Ja. Naja. So, ich habe gerade geguckt und da war ich tatsächlich schon. Na, sieh dir mal einer an, was ich so alles schon im Kopf hatte. Gut. Ich wollte da nochmal kurz gucken. Dann nehmen wir mal die Vogelstatue und begeben uns wieder nach oben. Ins Wolkenmeer. Und gehen nochmal nach Ranne. Ist noch der letzte Ausflug. Hier runter. Aber für die Herzzelle schon mal. Ja, schön schütteln, wie so ein Berserker. Okay. Nur den Porter, dann sind wir auch gleich da. Das könnte, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger werden. Ist zwar nicht das schwierigste Herzteil, das war auf jeden Fall, ich würde nicht sagen auf jeden Fall, aber doch. Also das mühseligste Herzteil war. Waren eigentlich alle gar nicht so schwer. Ich hatte ja Glück. Aber ich würde sagen, das schwerste und mühseligste Herzteil war das mit dem Bogenschießen. Da muss man echt Geduld für haben. Und wir wollen gerne zur Werft. Ja. Denn erinnert euch noch an die Achterbahnfahrten auf der Werft? Richtig. Der Gorona auf der Werft. Übrigens, der Captain fährt uns nach. Das ist voll witzig. Der ist immer da, wo wir gerade landen. Der Gorona auf der Werft. Da kommen wir jetzt natürlich nicht hin. Der hat ein Herzwerk vor uns, wenn wir seine Achterbahn schaffen. Okay, der blockt das alles. Aua. Ups. Okay. Das hat weh. Vor allem, weil es ein Double-Angriff war. So, und Nummer 1, 2. Krieg ich die Herzen auch wieder? Ja, ich krieg die Herzen wieder. Und dann hab ich auch wieder so einen Eidechsenschwanz. So viel waren die ja nicht wert. Gut, dann müsste der Corona eigentlich schon sein. Wie ist es der Gorone Torogo? Er ist Unternehmer und verfügt über viel Erfahrung in zahlreichen Berufs- und Fachgebieten. Momentan leitet und verwaltet er das lustige Lorenlenken. Alles klar. Oh, hoho, du da. Was machst du denn hier? Nun, wenn du schon mal hier bist, wie wäre es mit ein wenig Spaß? Klar, Spaß? Wusste ich doch, dass ich deine Neugier geweckt habe. Wecken kann. Dann lass mich mal erklären. Versuch so schnell wie möglich zur Ziellinie zu gelangen,
neige die Wiedervermehrung, um die Balance deiner Lore zu halten. Neigst du deine Lore in Kurven, nimmst du deine Geschwindigkeit zu. Also, nimm deine Geschwindigkeit zu. Pass aber auf, dass deine Lore nicht entgleist. Du musst aber ein lustiges Lorenlenken, nur 20 Rubine pro Fahrt. Ja. Welche Strecke darf sein? Experte. Die Strecke für Experten, wie du willst, viel Glück. Alles bereit zur Abfahrt? Alles klar. Und dann schalte ich weg. Hab ich mehr Bewegungsfreiheit. Und jetzt geht's los. So. Vorsicht. Seit 10 Minuten, die kriegen wir locker. So, die hat man doch schon. Oder war es eine andere? Klar, Vorsicht. Nach links neigen. Zum Speed wieder aufnehmen. Schön. Und zur Seite. Und da lang und da lang. Das war eng. Speed, geil, Speed. Und geradeaus. Und zack. Und zack. Und da. Du hast das Ziel erreicht. Du kannst bestimmt besser. Neige mit mehr Körpereinsatz die Lore häufiger. Nichtsdestotrotz hast du dir eine kleine Belohnung verdient. Hier, bitteschön. Ja, toll, ich habe auch keinen Indikator, wie schnell ich fahren soll. Okay, nochmal. Muss ich es in unter einer Minute schaffen, oder was? Nein, danke. Nee, da sagt mir kein Stück. Kein Sterbenswörtchen. Zu der Seite. Weiter. Da lang. Geradeaus. Da ein bisschen. Oh, das zieht an Zeit. Ist dort lang. Und das ist die Zeit. Okay, geht noch. Dort lang. Und zack. Zack und zack. Und in unter 1 Minute 10. Wenn wir es dann unter 1 Minute tatsächlich müssen, dann müssen wir das nochmal 7 Sekunden schneller machen. Du hast das Ziel erreicht. Neue Bestzeit, fantastisch. Nicht schlecht, aber noch lange nicht so schnell wie ich. Ah, hier, nimm dies als Belohnung. Die Bosshaftigkeit. Hier ist leider nur die Bosshaftigkeit. Aber jetzt ist er wieder vorbei. Ja, danke schön. Nochmal. So, möchtest du gerne? Ja, bitte. Ich will es tatsächlich in unter einer Minute schaffen, wie es aussieht. Nein.
So. Okay. Gerade frisst es wieder Zeit. Ja, sogar schneller. Länger. Seufz. Mann. Vielleicht reicht ja auch 1,5. Auf jeden Fall unter 1,10 gibt es die ollen Schattenkristalle. Ja, ja, schau jederzeit wieder vorbei. Toll. Ja, bitte? Okay, das zwirbelt jetzt in der Brieftasche, glaube ich. Nein. Das ist bei 1,7. Aber der sagt uns auch echt gar nichts, ne? Wenn das diesmal nicht schafft, lese ich mir auch mal die Regeln durch, was Sprünge angeht, weil da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was man da machen muss. Ob man einfach nur schnell gerade stehen muss oder mitspringen muss. Oder sonstiges ähnliches. Das bremst ja ganz schön, ne? So. Ich jetzt mal hier lang, mal sehen, ob das besser ist. Auf jeden Fall. Ja, wird trotzdem wieder langsamer. Zu langsam. Zack. Zack. Und schneller. Aber 1,5. Ich habe die Vermutung 1,5. Also unter 1,5. Ich habe die Bestzeit geschafft, toll. Aber wieder nicht schlecht, nicht schnell genug, ne? Na. Komm, ich will das noch schaffen. Letztes Herzteil und so. So, ja, ja, ja. So, ich guck mir erst nochmal die Regeln an. Experte. Ob mir noch irgendwelche Tipps bezüglich der Sprünge gibt. So, versuch schnell mit ihr Ziel zu nehmen, um die Balance deiner Lore zu halten. Neigst du deinen Kurven, nimmst du Geschwindigkeit zu, pass aber auf, dass deine Lore nicht entgleist. Okay. Nix Sprünge. Das heißt, die Sprünge müssen wir so behalten, wie sie sind. Man schafft eigentlich ganz schön viele in der Folge, wenn man nur so 1,5 Minuten mit Spruch, mit Reden und so braucht. So. Zack.
Was war das denn? Speed, 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 komm! Das ist ja wieder lächerlich. Ja, so. Drei. Das wird was. Komm, 1,5. Ich schaffe in keinem Falle 4 Sekunden schneller.